Wie gewohnt, Bastian Schweinsteiger mit sehr viel Ballbesitz. Özil. Reus. Fast die erste Torchance gespielt. Schön gespielt, gefährlich. Boateng klärt die Situation. Eine halbe Sekunde später wäre Walters einschussbereit gewesen, alleine von Neuer. Mann, oh Mann, wieder diese Koordinationsproblematik in der deutschen Viererkette. Da verrutscht dieser Ball von Khedira, der Konter läuft, Neuer draußen. Mit dem Kopf geklärt vor John Walters. Dann aushalten, dass Özil so der Ball vom Fuß springt. Das war der knallhart gespielt von Boateng. Und gemacht von Reus, Müller. Und jetzt macht die deutsche Mannschaft schnell. Aber das war schlecht von Reus. Das war für Schweinsteiger kaum zu erreichen. Szenenapplaus für Coleman. Reus, Reus! Das müsste ein Elfer geben. Und jetzt kriegt er die gelbe Karte. Also ich habe das anders gesehen. Der holt sich den Ball von John Oshie. Und der Ire hält ihn fest. Das war meine erste Wahrnehmung. Ich habe es live gesehen. Der Schiri hat es auch live gesehen. Jetzt die Chance, das in Ruhe sich in der Wiederholung mal zu betrachten. Reus ist auf jeden Fall empört. So, nochmal. Hier holt er sich den Ball. Und wird am rechten Arm festgehalten. Freunde, was ist das denn? Das ist ein Elfer. Und wenn es kein Elfer ist, ist es auf keinen Fall eine Schwalbe. Eine unsinnige Entscheidung von Nicola Rizzoli. Schade. Schmelzer, Schmelzer, nee. Reus, Reus. Das ist die richtige Antwort. Strafe muss sein. 1-0 für Deutschland. Marco Reus. 32. Minute. Torarbeit. Marcel Schmelzer. Das sind die beiden. Eine Dortmunder Co-Produktion. Das freut mich besonders für den Außenverteidiger, der ganz sicher mit einer großen Last ins Spiel gegangen ist. Da ist Schmelzer, der sich da durchwurstelt. Reus schiebt Klose so ungefähr aus dem Weg. Nach dem Motto, wenn ich schon keinen Elfer kriege, will ich das Tor machen. Vorher der lange Pass zu Schmelzer vom Kapitän von Bastian Schweinsteiger. Boateng. Flügelwechsel zu Reus. Müller positioniert sich. Doppelpack. 2-0. Wieder Reus. Ein konsternierter Kieran Westwood und was man eben beim Jubel kurz sehen konnte, demonstrativ gehen die alle auch zu Marcel Schmelzer und nehmen ihn in ihre Mitte. Schön verzögert und dann ein Linksschuss. Westwood fliegt, aber der Ball an seinem linken Handschuh vorbei. Der Doppeltorschütze. Jetzt gemeinsam mit Mesut Özil, bester Schütze in der Quali. Beide drei Tore. Der Ball bei Sami Khedira, bei Dr. Müller Wohlfahrt. Er hat sich da kurz behandeln lassen, ist aber wieder dabei.
Das geht ja dann vielleicht in der Pause weiter, noch 4,5 Minuten. Hatte er irgendwann in allen drei Spielen in der Startelf, Marco Reus. Hat 3 Tore geschossen, 1 Tor von Özil gegen die Färöer vorbereitet. Auch in der Bundesliga schon 4-mal für Dortmund, also bei ihm läuft's. Und hier sein fröhlicher Konkurrent, Lukas Podolski, der sich die Laune dadurch überhaupt nicht kaputt machen lässt, dass er im Grunde genommen Reservist ist. Hat eben der Reus die Tore gemacht. Der Doppeltorschütze beim Freistoß. Der beste deutsche Torschütze 2012. Marco Reus. Ach, erste Chance für Klose in diesem Spiel. An dem das Geschehen ein bisschen vorbeiläuft. Es geschieht das meiste über die offensiven Mittelfeldspieler, über Özil, über Reus. Der hängt ein bisschen in der Luft. McCarthy, Stephen Ward. Oh, 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 Simon Cox. Die beste Möglichkeit der Gastgeber. Ward. Walters. Und der Ball landet genau auf den Kopf von Bart Stuber. So, jetzt haben wir nochmal hier die Wiederholung der großen Chance, die Fußabwehr von Neuer. Reus, Müller. Klose, und jetzt gibt es Elfer. Jetzt gibt es Elfer nach diesem Duell mit Keith Andrews. Und jetzt geht er nochmal, der Schiedsrichter zu dem gerade eingewechselten Long, um ihn zu ermahnen. Özil wird ausführen. Ja, das war Darren O'Dea. Darren O'Dea und keine Diskussionen, berechtigter Strafstoß. Özil, der hat schon verwandelt in der Qualifikation gegen Österreich. Jawohl, 3:0. 4. WM-Qualifikationstor von Mesut Özil, davon die Hälfte per Elfmeter. Er ist der Elfmeterschütze Nummer 1 jetzt in Deutschland, auch bei der EM im Halbfinale. Dann gegen Österreich in der Quali. Schweinsteiger eingeschlagen. Möglicherweise wird Joachim Löw ihn rausnehmen bei diesem eindeutigen Spielstand von 3:0. Angetäuscht, den Torwart von ihm aus gesehen nach links geschickt. Und wie würde Giovanni Trapattoni sagen mit seinem kuriosen Englisch? The cat is in the sack. Groß. Schweinsteiger, Klose, klasse gemacht! Und er ist drin! Der ist drin! Ein Schützenfest! Noch mehr als eine halbe Stunde zu spielen in Deutschland. Führt mit 4:0. Schauen Sie mal in diese Gesichter. Ist das der Abend heute, an dem das Trauma von der EM vielleicht von der Seele geschossen wird? Joachim Löw freut sich garantiert auch.
ein großartiger Pass von Schweinsteiger. Und die Spritzigkeit des 34-jährigen Römers, Miro Klose, sei an dieser Stelle auch erwähnt. Eiskalt. 4:0 Länderspieltor Nummer 65 für Miroslav Klose, noch 3 bis Gerd Müller. Das war Toni Kroos. 3 Minuten nach dem 4:0, das 5:0. Der landet am Boden. Er ist ja bekannt für seine fantastische Schusstechnik. Toni Kroos. Giovanni Trapattoni im Gespräch mit seinem Co-Trainer Marco Tardelli. Weltmeister 82 aus dem Fußgelenk, das kann nicht jeder, das ist großer Sport hier technisch von Toni Kroos. In der Nationalmannschaft bisher nur in Freundschaftsspielen an Toren beteiligt. Boateng, Klose. Taghaft nimmt Marco Reus die Glückwünsche des Bundestrainers entgegen. Die Schweden zum Beispiel, ein ganz anderes Kaliber in Berlin. Und Boateng, der versucht das, weil er noch nie ein Länderspieltor erzielt hat. Und noch nie ein Bundesligator. Wäre mal ein schöner Termin heute Abend in Dublin für sowas. Wieder Toni Kroos. Die Iren stehen K.O. 6:0. Er wie Reus Doppeltorschütze an diesem Abend an der Lansdowne Road. Der Land wechselt noch einmal, werden wir hier wieder einen Distanzschuss sehen von Toni Kroos. Es entwickelt sich immer mehr zu seiner Spezialität. Diese gute Schusstechnik nutze, das war in der Champions League auch schon so. Ein Tor gegen Valencia hat er so geschossen. Heute zweimal. Zweite Parade des Bayern-Keepers nach diesem Schuss von Andy Kuk. Das musste er auch erstmal hinkriegen. Eiskalt steht er da rum die ganze Zeit und rettet eiskalt. Verhindert den irischen Treffer, den Ehrentreffer, noch einmal Ecke. So, und da ist er dann doch. 6:1 durch Andy Kuk geschenkt. Ein leises Schmunzeln von Giovanni Trapattoni. Dem so erfolgreichen Coach, 6-mal Meister mit Juve, 6 internationale Titel, 2-mal bei den Bayern, auch deutsche Meister, Pokalsieger. Und jetzt ist es vorbei, 6:1 mit der letzten Aktion dieses Spiels.